keine Ahnung, ob du der gleiche Überlebende bist, den ich am Tower getroffen habe. Aber es ist die gleiche Frequenz und ich bin wieder da. Wer du auch bist, komm zum Tower, so schnell du kannst. Wir starten unverzüglich. Ja, ich begrüße euch im Part 38. Wundert euch nicht, ich habe mich beim letzten Mal nicht verabschiedet. Das tut mir schrecklich leid. Ich bin durch die Tür durch, habe den nächsten Zombie getötet. Danach ist das Spiel abgestürzt. Wir hatten aber glücklicherweise ja vorher den Safe gehabt. Und da wir so massiv viele Plätze bei haben, würde ich sagen, nehmen wir mal den Scheiß hier mit. Weil der war in der Box drin. Wir müssen ein bisschen noch scannen. Da war noch links was. Aber ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg. Auch wenn das Spiel am Ende relativ buggy wurde. Ach, guck mal, hat jemand überlebt. Infizierter leer, infizierter leer. Ja, ich lasse mich doch von euch nicht in eine Falle locken, bloß weil ich was plündern will. Komm hier hin, Puppe. Also wenn es jetzt nochmal irgendwie abstürzt oder was ähnliches passiert, schmeiße ich meinen PC aus dem Fenster oder forsche nochmal nach, ob es vielleicht auch wirklich an dem Game liegt, weil es hat mir wahnsinnige Laune gemacht, bis hierhin zu spielen und ihr seht ja auch sehr ausführlich alles. Ich rushe da nicht durch, sondern ich versuche immer alles mitzunehmen, alles zu erkunden. Ja, und wenn dem nicht der Fall ist, dass das Spiel das einfach nicht zulässt, dann muss ich echt sagen, ist das ein verkackter Konsolenimport. Hier kenne ich mich glücklicherweise aus, deswegen kann ich hier auch so lässig laufen. Ja, wie viele Gnadenstöße brauchst du denn noch? Kurz wieder check. Haben wir alles richtig? Wir haben ja nichts mehr dabei. Unser Sturmgewehr habe ich absichtlich nicht benutzt, die letzten Parts, weil ich mir das irgendwie aufhebe. So, wenn es wirklich Not am Mann ist. Pistole haben wir auch nicht mehr viel Schuss. Und wir müssen ja leider, weil die ganzen Abkürzungen weg sind, alles zu Fuß machen. Das tun wir hier auch. Hier geht's ins Home. Da rennen wir mal eben hin. Weil wir zum Safehouse müssen. Ja, und dürfen natürlich nicht. Das scheint wohl zu dem Spiel dazuzugehören, dass wir einfach wirklich konsequent jetzt den Rückweg über ganz viele Nebenkanäle und wer sich gut auskennt, was ich glaube ich ganz gut tue. Oder was, soll nicht eingebildet klingen, entschuldigt bitte. Aber es ist halt, hier machen wir mal zu, damit wir wissen, da ist nichts. Weil ich habe auch noch nicht so recht die Ahnung, wie wir jetzt zurückkommen. Ihr seht ja, er weiß auch nicht so recht, was er hier machen soll. Und ich überlege auch noch wirklich, wie ich nach Hause komme. Egal, was ist. Ja, Kollege, hier bin ich. Ich glaube, wir müssen da hinten hin. Da, wo der Rote geleuchtet hat. Wie schnell ist er denn hier hingekommen?
Ihr seht, wir sind hier konstant echt am Plündern und am Machen. Ja, sollen wir jetzt das letzte Medikit nehmen oder sollen wir es riskieren? Das ist die Frage. Wir können ja mal so ein bisschen gucken gehen. Ja, habe ich mir doch gedacht. Okay. Ja, hat sich erledigt. Die Frage war gut, dass wir geguckt haben. Brauchen wir uns nicht schämen. Das Ding ist zu. Ich bin auch bekloppt. Warum gehe ich eigentlich hier rein? Um noch weitere Punkte zu sammeln? Oder damit die mich noch wirklich lynchen? Weil das seht ihr nämlich hier. Meine Mission. Nimm deine Ausrüstung aus der Kiste im Safehouse. Nochmal eben schnell geguckt, weil ich was vergessen hatte. Wir haben auf jeden Fall 3 Aufwertungen, egal wofür. Wir müssen zum Safehouse. Und ich möchte auf gar keinen Fall jetzt noch am Ende hier auf die Backen kriegen. Green Park. Können wir hier tatsächlich... Ne, ich dachte jetzt, da gäbe es so ein... wie sagt man? Wieder so ein Gullideckel. Aber wir müssen alles zu Fuß machen. Einfach den Nachhauseweg einschlagen. Trotz alledem muss ich wirklich sagen, es ist ein beschissener Konsolenimport für den PC. Ich kann es nicht oft genug jetzt gerade am Ende sagen. So viele Bugs und dann stürzt das Spiel ab. Dann passiert Hallo? Das. Hier spricht Sandra von den Raben von Dee. Wir haben eine Meldung aus dem Buckingham Palace aufgefangen. Hast du wirklich die Panacee? Ja, habe ich. Komm so schnell du kannst zum Tower. Die Welt braucht sie. Kein Problem. Das ist meine Aufgabe. Ich trau mir nicht. Soll ich nicht doch das... Eigentlich kann ich das Pack doch nehmen. Weil... Ich gehe zurück zum Safehouse und da liegen genug Packs drin. Ah, das war der Hinweg, den wir genommen hatten. Ja, okay. Klappt also alles wunderbar. Nochmal die Hütte scannen hier. Hier raus und dann nach rechts. Von der anderen Seite hätten wir hier rüber gekonnt. Das haben wir schon mal getestet im früheren Part. Wir gehen aber hier, weil wir wollen ins Safe House. Oh. Jetzt laufe ich mal wieder ein bisschen langsamer. Tür zu. Damit wir hier keinen Überraschungseffekt haben. Bretter. Bretter. Bretter, die die Welt bedeuten. Die große Bühne. Was sollen wir damit? Hier müssen wir rein.
Nach 12 gefühlten Spielstunden. Ich hätte auch mal hier und da ein bisschen öfter scannen können, weil auch wenn man irgendwelche Level neu betreten hat, war es immer mal so, dass ja, zum Beispiel betritt man den Level dann wieder neu, war wieder an anderer Stelle wieder das und das. Anstatt wie vorher, wenn man da durchgelaufen ist oder... Wir sind im Safehouse. Wir schließen. Und ich lege mich erstmal, bevor ich was mache, lege ich mich schlafen. Aufgerüstet sind wir noch nicht. Ich möchte noch mal schnell gucken, weil das kann irgendwie noch nicht gewesen sein. Nimm deine Ausrüstung. Ja, das finde ich auch klasse. Also ihr seht, wir haben alle CCTVs freigeschaltet. Im Bloody Tower wäre jetzt zum Beispiel noch eine Waffe, der Baseballschläger, aber das haben wir schon früher in anderen Parts gesehen. Was ich euch damit sagen will, ist, gut, alles soweit Totti. Und jetzt müssen wir an unsere Box hier die Ausrüstung nehmen. Oh, jetzt verstehe ich. Ihr verbündet euch alle hinter meinem Rücken. Der Doktor, die Raben. Na gut, prima. Rettet euch selbst. Sterbt im Feuer, meinetwegen. Ihr seid keine Überlebenden, wie ich. Keiner von euch. Ihr bedeutet mir nichts. Geh schon, los, verschwinde. Alter, ist der Prepper richtig angepisst. Ich gab euch Zuflucht, Waffen, Ausrüstung. Hab euch gezeigt, wie man überlebt. Ihr wäret tot ohne mich. Und das ist euer Dank? Du brauchst mich. Oh, jetzt bist du erwachsen. Jagst Hirngespinsten hinterher und riskierst Kopf und Kragen. Aber vergiss nicht, wo ich dich gefunden habe. Ja, in der Gosse. Aus den Flammen aufgehen lassen sollen. So wie bald ganz London. Wie es prophezeit ist. Aha. Nicht der geringste Dank. Das ist das Problem mit Typen wie dir. Aber haben, haben, haben. Wie ein kleines Kind. Kein Wunder, dass das Land vor die Hunde geht, oder? Aber keine Sorge. Ich werde zuletzt lachen. Ich überlebe euch alle. Ich dachte, wir wären Partner. Er überlebt uns alle. Alter, ey, Prepper ist ja voll super angepisst. Ja, und nu? Ja, ich sehe da schon was leuchten. Wir gehen aber lieber nochmal hier. Wir können nirgendwo mehr hin, außer hier runter, aber das ist ja sowieso uninteressant, weil wir müssen zum Tower of London. Das heißt, ich schaue mir mal mein Missionsziel an. Ja, bei dem Spiel muss man leider so oft. Flüchte aus dem Safehouse. Wir haben auf jeden Fall alles dabei. Nochmal eben schnell geguckt. Alles, was irgendwie geht, haben wir dabei. Oh, scheiße, die Zeit ist um. Okay, wunderbar. Können wir noch was tauschen? Rucksack, im Metallcontainer haben wir 16 Plätze.
Hier sind aber nur noch Karabiner und so Luschi-Waffen drin. Wir könnten noch mehr Erste-Hilfe-Kästen mitnehmen. Ja, die Dinger, weiß ich nicht, ob die jetzt noch so was bringen. Eins hätten wir bei. Wir haben alle Waffen bei. Wir haben hier voll den Kram bei. Weil das gebe ich zu, habe ich irgendwo gelesen, dass wir das noch brauchen. Und wenn nicht, schmeißen wir es weg. Aber ich habe keine Munition mehr in der Waffe. Alles einmal ausrüsten. Ist alles voll, wir legen uns schlafen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Wenn es darum geht, der Run aus dem Safehouse. So long, euer Agent Peanut.